ein Brötchen hingelegt. Oh, ich fühle mich nicht zu doll an. Ich habe mir ein Brötchen hingelegt. Na gut, mal los. Ich habe ja nur noch eine halbe Stunde. Ja. Ja. Warum sind denn die schon wieder so steinhart, ey? Hat dir schon was ausgedruckt? So, essen wir mal eine Schruppe. Und dann jetzt los in den Keller wieder mal. In mein Verlies. Morgen ist Kita. Und Schule. Das heißt, wir haben nur ein Kind, wo ich sage, wir haben zwei zu Hause. Extra einen ausgesucht mit einem dicken Stockrand. Danke. Hallo, Sally. Du brauchst es. Zwei Kilo zugenommen. Die Fette. Die gehen nicht mehr weg. Die Kinder verprügelt hat. Ich werde diesen Elternabend nie vergessen, wie dann diese jugoslawische Mutter: Du hast meine Kinder geschlagen. So, ich fasse doch deine Kinder nicht an. Doch, meine Kinder haben es mir gesagt. Und meine Kinder lügen nicht. Und alle, ey, richtig so, boah. Und dann nicht Ilona, die andere. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die hieß. Die Erzieherin, die gegangen ist, die uns mal angesprochen hat wegen Blumen. Ja. Weißt du nicht? Die hat beim Rausgehen noch gesagt, also nee, also so einen Elternabend hatte ich in meinem Leben noch nie gehabt. Genau. Kann ich dir ja nicht helfen. Nee. Positronenzüge kriegst du vielleicht noch bei eBay. Ja. Das ist das Problem daran. Und die reißen, naja gut, hier hinten abgerissen sein. Ne? Da unten ist jetzt zu doll geknickt. Und dann reißen die da ab. Kann sein. Und wenn man eine andere ranmachen würde und das unten auch tauschen? Das würde schon gehen. Das ist so mit einem anderen, anderen Hebel, anderen Schaltwerk. Ja, gerne. Also ich würde da auch eine andere Gangschaltung einfach, so dass ja, das du stehst ja jedes Mal vor dem Problem, wenn die reißen. Und wenn die Gangschaltung jetzt so selten ist, dann ist es doch besser irgendwas. Auf alle Fälle. Also es ist auch keine, nicht wirklich präzise gewesen immer. Nee, genau. Ich habe so gut wie nie geschaltet. Ja. Das hat immer nur zwischen zwei Gängen geschaltet. Siehste? Wunderbar. Ja, warte mal, ich mach erst mal auf. Okay, meine Güte, ist das schon richtig voll. Legen wir gleich mal los. Drei Räder haben wir schon zur Reparatur heute. Mal gucken, wo das noch hinführt. Okay. Was ist jetzt hier an diesem Rad zu tun? Rücklicht, Kette ölen, irgendetwas schleift, Belege vorne und hinten. Rücklicht ist dran, haben wir gesehen. Irgendetwas schleift. Hier hinten nicht. Bremsbelag vorne, hinten. Na gut, fangen wir mal an. Bitte einmal die alten Belege runter. Tack. Die guten Bremsbeläge, das ist immer das gleiche. Bremsbeläge abgefahren, bremst nicht mehr richtig. Ei, ei, ei. Gut, Bremsbelag erneuern, das ist ja jetzt nicht, was ich jetzt explizit zeigen muss. Das wisst ihr alle, wie geht jetzt mittlerweile. Bestimmt schon 10 Mal innerhalb dieser Zeit hat gezeigt, wie man Bremsbeläge tauscht.
Ja, wir waren ja in Altdöbern. Jetzt kommt es natürlich, was hat denn da gemacht überhaupt? Jetzt habe ich Fragen. Hab ja nicht richtig gezeigt im Grunde genommen. Mann, ey. Okay. Wie gesagt, wir waren in Altdöbern. Die zeigt halt nicht richtig, weil ja, da war halt doof mit Film. Die ging da nicht. Aber ich habe Autoteile abgeholt. Ich habe mir eine Scheune angeguckt, in der ein paar Autoteile lagen. Und die habe ich dann mitgenommen. So. Jetzt muss ich nur noch mal hin mit Hänger und so. Da kann ich noch mehr holen. Nehme ich ihm das alles ab, was da liegt. Trabant ist da noch drin, so ja, in der Scheune. Den muss ich noch abholen. Da freue ich mich ja fast schon drauf. Wenn ich ein Grundstück hätte, wäre auch kein Thema. Den aufstellen und fertig. Aber so, ja, muss ich mal schauen. Würde ich ihn zum Kumpel schleppen in der Werkstatt. Würde ihn da abladen und würde fragen, was das kostet, das Ding fertig zu machen. Einfach so. TÜV fertig und alles. Achso, man muss ja aber. Ah, ja, stimmt, das Problem sind ja die Papiere. Oh, Mensch, siehst du. Scheiß Papiere. Na, müssen wir mal schauen. Ich muss mal schauen. Ach, Mensch. Ist das alles ein Wumpf hier? Okay, Zügel hier, die sind total verrostet und all. Die müssen eigentlich neu. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen die Wonne haben durch hier ein bisschen WD-40 reinspülen, durchspülen, die Leitung mal durchziehen. Ah, gut. Also, ja. Mein Freund. Oh Gott, mein Herz, die Wohnkarte. Ja. Noch einer hier noch ein im Alt-L oder so. Ja. Aber, gerade ohne Moni, wähle Mann, aber glaube, wähle Mann. Um Glück, gut, neun. Fertig. Müll. Hier war ja alles Müll. Ja. Stimmt. Und ach, ach, kennst du die Jodelbeine? Die Jodelbeine, die wir aufmachen. Ah. Ein Haufen, eben, ein Wagen. Ohne Hip. Die Jodelbeine, Benny. Benny, ja, ja. Dabei hier schön. Ach, ja, Mifa. Mifa. Ich dachte, mein Bad. Oh nein, mein Bauchlauf in der Halbe, Hütte, Hütte, Scheiße. Oh, Scheiße, alles gut. Ich habe Todes am Sonntag, bin Montag. Okay. Also, ich muss arbeiten. Okay. Grüne Daumen. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. Okay, mein Shit. Fetzt doch. Das ist doch toll, wunderbar, das funktioniert. Oh, einfach Bremsbeläge. Tja, das ist ja meine Güte, ey. Wenn man die so abziehen muss. Das kommt weg. Den will ich jetzt mal absägen hier. Katastrophe. Läuft wieder.
Ja, komische Leute, die hier ins Haus drin gehen. Ich glaube, die sind auch eingebrochen. Die haben nicht aufgebrochen, die Tür, die Haustür. Also es ist nur Verbrecher um einen rum. Das kann ich nicht leiden. Ist egal, wer es ist, ob das die Polizei ist, ob das, was weiß ich, die können sich doch nicht eigentlich einfach Zutritt verschaffen zum Haus. Jeder Hans Wurst denkt, der kommt hier einfach so rein. Geil. Okay, läuft. Jetzt müssen wir Licht. Licht, vorne läuft's, hinten nicht. Ach Mensch, ey, so. Das Licht habe ich jetzt abgebaut. Hier. So sieht es von drin aus. Dann nehme ich jetzt die Platte hier raus. Biege die Kontakte hier ein bisschen nach. Putze das hier, die Kontaktfläche ein bisschen blank. Die ganze alte Oxidation muss runter sozusagen. Und dann werden wir es gleich nochmal testen. Ne? Sieht man den Vergleich? Blank, nicht blank. Jetzt halte ich zum Testen halte ich jetzt hier die Kabel direkt drauf auf die Fläche. Leuchtet. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen wenigstens? Da. Also Kabel brauchen wir nicht groß nachschicken. Wie immer sind es die Kontaktgeschichten, die ich ein bisschen nachgebogen habe hier. Ein bisschen blank geputzt habe. Und jetzt alles wieder an Ort und Stelle. Leuchtet! Dann bauen wir wieder an. Ja? Okay. Bis gleich. Erdung. Erdung nach rechts. Licht läuft. Also, was noch? Rücklicht, Kette ölen, irgendetwas Schleifbelege vorne hinten. Kette ölen machen wir sofort. Jawohl, Sir. Vorher machen wir aber die Kette klassisch sauber. Das ist ja Bescheid, ne?
Ja, der Pariser Rat vom Puppenpaul ist hier. Puppet Master Puppenpaul. Er hat sie geschrottet. Ein wunderschönes Montana. Montana After. After? Nee, AIDA. AIDA. Entschuldigung. Ja, und das ist das Ergebnis von einem Wheelie, den er probiert hat. Und als er wieder aufkam, sah es so aus. Da wollte er mal richtig ruppen, das Rad. Und dann hat er geruppt. Ja. Übrigens nach konform der EN-Nummer 14764. Das ist natürlich der größte Husten. Also ist es. Er möchte jetzt auf alle Fälle den Korb haben. Korb ab und die Kupplung hier hinten ab. Mach ich. Der Rest ist ein Präsent sozusagen. Ist ja auch nicht viel dran. Kann man nur noch schlachten. Hey, so, das war's. Das war der Korb. Okay, natürlich nicht. Die Schrauben würde ich euch empfehlen, wenn ihr sowas auseinanderbaut, immer wieder kurz andrehen zumindest. So, Korb haben wir. Ist ja alles schon im Arsch, ist ja auch kaputt. Hat er in Paris gekauft, das Rad? Ja? Aber ich glaube, die Sachen sind nicht besser, bloß weil sie aus Paris kommen. Ah, die Achse ist gebrochen auch. Ei. Gut, der Auftrag ist fertig. Abholung. Zack. Bremszug. Bremszug Hinterrad neu und Kettenradgarnitur neu. Die ist nämlich total verbogen hier. Die Kettenradgarnitur hier ist total verbogen. Wenn man hier oben rauf guckt, weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die geht hier so nach innen quasi. Ja, es geht hier da rein. Das geht so nicht. Das tausche ich. Da ist er, der Übeltäter. Da das Rad von der Nachbarin ist, hier berechnet ist nur ein Bremszug für das Hinterrad. Aber ich werde dir das hier auch, das sieht ja so nicht, ich werde hier auch machen. Was ist denn das hier? Sieht ihr das? Das hier. Ich kann das so nicht lassen. Bremsen müssen funktionieren. Geht aber auch nur, wie gesagt, weil es eine Nachbarin ist. Und die Tochter von denen, die spielt immer mit Anouk und mit Lumen. Und deswegen ist das so eine andere Nummer. Normalerweise muss ich das natürlich berechnen, war eigentlich, weil ist ja klar. Das ist nun mal wie das ist.
Zeit, das ist Geld, das Material. Den hier, den machen wir auch noch neu. Siehst du, für so einen Komplettaufbau, so wie gestern, muss ich auch den ganzen Tag einplanen. Willst du Mama sehen? Ich gebe jetzt 10 Euro mal Finderlohn dafür aus. Das ging ja. Ja, das war auch nur ganz schnell. Das war kurz, er hat eine ganz kleine Füllung nur gemacht und dann besprechen, weil ich hier ein Zahn gemacht werden soll. Und habt ihr gefunden alles? Ja. War er schon da? Oder war er? Also er war schon längst da, er war schon da. Und er hat leider nicht die Klingel gehört. Ich glaube, die Klingel vorne ist kaputt, weil als wir geklingelt haben, zweimal. Erstmal so haben wir so 3 Minuten gewartet. Dann haben wir nochmal geklingelt. Diese 3 Minuten gewartet, also insgesamt 6. Kam er dann raus? Haben wir gewartet. Dann kam so ein Mann, der so, oh Gott sei Dank, da kommt jemand und öffnet die Tür. Weil dann ging auf einmal innen drin die Tür. Dann hat er uns die Tür geöffnet. Ich habe Danke gesagt, wir haben ihn die Tür geöffnet. Hast du ihm gesagt, dass du geklingelt hast? Ja, aber ich glaube, der hatte noch dieses Mädchen da. Da war nämlich noch so ein kleines Mädchen. Ah, okay. Aber hast du nun abgelegt? Hast du gut. Habt ihr es gleich gefunden? Und war das mit dem Schild richtig gemalt ungefähr? Ach, da stand Praxisrufer. Aber ich meine mit der Höhe oder so. Das stimmt, war relativ weit oben. In der Mitte, glaube ich. Ja, ja, ist also ja fast. Ja. Ein Kästchen, so in der Mitte. Ja, wunderbar, ganz lieb beim Zahnarzt. Oh. Hat er gefragt, und sie hat bestimmt schon unten 2 Zähne, ne? Ich meine, ja, keine Zähne. Also, oh, naja, dann kommen sie bestimmt bald. Wie so guckst, hast du einen langen Giraffenhals wie ich. Ja, weißt du, als ich gerade den Käppi sogar hingelegt habe, sie so, guck gerade so. Apropos Giraffenhals, niemand fragt mich, ob Giraffen so einen langen Hals haben. Damit sie durch ihr Po-Loch, nicht durch ihr, damit sie an die Blätter ran können oder irgendwie, damit sie ihren eigenen Furz sich riechen können. Genau, und ich erzähle was von den Blättern, damit die Giraffen oben an den Blättern rankommen und die essen können. Und ich lunge dann so, nein, damit sie ihren Fuchs nicht riechen können. So. Das ist so ein Witz. Ja, toll, ich erkläre ihr wirklich, warum. Und denke mir so, aha, na toll. Und dann habe ich es mir erzählt. Was erzählt ihr vor der Kamera? Nein! Den eigenen Pups und so. Naja, Lumen hat doch letztens nach der Giraffe gefragt. Und ich fange da an, irgendwie wissenschaftlich zu erklären, warum die Giraffe so einen langen Hals hat. Und dabei wollte sie eigentlich nur den Witz erzählen, damit sie ihren Pups nicht riechen kann. Okay, alles klar. Das war wirklich noch die Frage. Ich dachte, das war eine ernsthafte Frage. War nur eine Einleitung. Ja. Okay. Also, was soll ich sagen? So, alle Leute in Birkner Straße und Umgebung, denen irgendwie die rausgekommen sind und irgendwie gemerkt haben, mein Scheiße, an meinem Fahrrad fehlt irgendwas vorne. Hier ist gerade eine Federgabel angeschwemmt worden, die zu 99% geklaut ist. Ich habe die mal für einen Zehner gekauft. Kennst du den? Kenn ich nicht, jetzt kenn ich ihn. Ich habe seine Adresse aufgeschrieben. Also wenn ihr wollt, könnt ihr dann gerne Anzeige gegen den machen. Oder so. Ich werde es jetzt nicht tun deswegen, weil ich bin mir ja nicht sicher. Mir ist ja nicht geklaut worden. Aber wäre nett, wenn er dann abholt, sagt er mir einfach, was für eine Gabel das war, die bei euch eingebaut war.
Und die könnt ihr dann gerne auch hier abholen für, wie gesagt, 10 Euro ausgaben, habe ich jetzt ja. Das wäre nett, wenn die dann wieder reinkommen. Und ansonsten, mehr wert ist er auf alle Fälle. Ja, stimmt. Auf alle Fälle ein älteres Modell, also nicht, dass hier jetzt jeder ankommt. Gut. Das Rad hier ist vorbereitet, jetzt warte ich auf Lieferung. Und dann geht's weiter. Entschuldigung. So. Hinterrad platt, beinahe Schieber. Ach Herrgott, nochmal von vorne. Schlauchwechsel bei einer Shimano Alfin. Was ist das? Achtgang? Nehme ich an. Ja. Und der Schalter spackt ein bisschen rum. Sollte kein Problem sein, schauen wir uns an. Also erstmal Hinterrad ausbauen. 15er Eisen. Lösen. Der Achsmuttern. Tja, super. Das funktioniert ja hervorragend. Güte. So, wir hängen das wieder gewohnt ab, das Rad, und hängen dann den Zug hier wieder aus. Auch in gewohnter Manier ziehen und weg. Da ihr sehen. Prost. Wolfgang kommt nachher vorbei. Zum Quatschen. Er hält es nicht mehr aus. Ohne. Totaler Entzug schon. Ganz schön viel Rollwiderstand. Leichtlauf ist anders. Hier haben wir eine Klapperschäse, meine Güte. Können Sie nur mal eben kurz hier festschrauben? Ich sage, naja, nur mal eben kurz ist nicht. Kostet 15 Euro Minimum. Bin ich mittlerweile nicht mehr so mal eben kurz und schnell, weil die Schraube ist hier eindeutig völlig fest, die rostet. Die muss man ausbohren. Sprich, das Hinterrad muss raus. Und da muss man dann erstmal eine Weile asten. Dann zwei Bleche nehmen, zuschneiden, durchbohren, oben, unten, zack, drin, fertig. Kann man alles machen, ist aber Zeit, ist Aufwand, kostet 15 Euro. Oh nee, denn nicht. Gut, denn halt nicht, ne? Aber ein Kabelbinder kann ich ihr wenigstens drum machen, weil ich kann das gar nicht ertragen. Wie kann man so fahren? Auch hier hinten. Man muss doch nicht fahren, dass es so lange bis es ausreißt. Muss doch nicht sein. Also, platter Reifen, jo, machen wir.
Wie auch immer. Nicht weiter kümmern. Also klappert nicht mehr. Ja, das ist schon mal die Hauptsache. Die Vaterlandprinzess ist entklappert. Och, warum ist denn jetzt so schwer? Hebt man sich am Bruch. Was haben wir denn hier? Was hätten wir denn gar nicht gemacht? Hinterreifen und Hinterlicht. Hinten Reifen, hinten Licht. Ah, okay. Platt. Hinter Platt war, weißt du? Ja, am Licht hat man immer zu knabbern. Da ist ja dieses grandiose Licht hier. Da muss ich jetzt mal wieder überprüfen, was da los ist. Sprich, erstmal aufschrauben. Kontakte habe ich schon neu. Muss ich auch nochmal überprüfen, ob die überhaupt Strom bringen. Habt ihr ja vorhin gehört, wie sich das anhören muss. Ist schon mal gut. Und wenn man dann dreht, muss es macht. Also Strom kommt an. Aber der ist verrostet, wie es aussieht. Und unser Kondensator hier ist abgefallen innen drin, wie immer. Hier, ja, große Schwachstelle. Der ist durch. Der kann weg. Also Standlicht ist nicht mehr. Hatten wir mal, ist nicht mehr. Jetzt schraube ich hier oben noch ab. Mache hier hinter die Kontakte wieder frei. So wie üblich. So, mit einem kleinen Schraubenzieher. Die sind sogar gut. Guten Tag. Na, das wäre ja was. Was hast du denn jetzt nicht? Das wäre ja was. Ich bin doch Kunde. Na, du bist schon so einer. Ich bin schon so ein Kunde. Ein guter Kunde, kommst immer wieder. Hier ist noch mehr Kunde. Noch mehr? Ja. Ei. Hier Handarbeit Stickkurs oder was? Stick- und Strickkurs. So. Achtung, Kontakt! Mann, und nichts muss man eigentlich austauschen immer. Einfach nur mal reingucken, Kontakte sauber machen. Ah, ich weiß, da verdient man kein Geld. Na doch, klar. Berechnet ihr auch. Verdient damit auch Geld. Wunderbar. Ja, schauen wir. Fertig. Was zu tun? Ja, aber jetzt ist alles fertig. Bis auf das Lastenrad draußen. Ja, ist noch platt. Willst du noch, willst du dich hinsetzen? Dann hol ich zwei Stühle. Naja, die Sachen müssen in den Kühlschrank, oder? Na, dann bring die erst in den Kühlschrank, weil ich muss jetzt draußen arbeiten. Ja,
Ist ja ist aber selber Radfahrerin, aber meint, das ist eine Katastrophe da. Weil ja, ja, ist ja klar. So oder so. Erstens, die Autofahrer stehen trotzdem da, selbst da, wo sie frei halten sollen. Weil da ist ja jetzt so, wo sie so frei halten sollen. So. Da stehen sie trotzdem den ganzen Tag über. Die wohnt halt da vorne. Ja. Und naja, der Krankenwagen kommt permanent nicht vorbei. Geht doch ja nicht. Also, was willst du machen? Wenn die Autos mal mehr und du hattest die Tankstelle Marine, und dann kannst du mit dem Auto den Führerschein schmeißen, weil du ja keinen Platz mehr hast. Kannst du die gerne in eine Wohnung packen oder auf den Hof stellen oder was? Das geht ja schlecht. Oder Wohnung betreten. Ich glaube, du sollst in der Stadt Autos abschaffen. Ja, ja, wollen sie. Das ist, diese, das ist der Langzeitplan. Das ist der Langzeitplan. Was ist mit den Leuten los, ey? Das ist mein Problem von kommt hier. Ob du Gepäckträger zu fahren hast.